Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Crafty Disney Girl. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder schwach geworden. Eigentlich wollte ich versuchen, aktuell wenig bis gar nichts mehr an Bastelkram zu bestellen, weil ich einfach viel zu viel habe. Aber es kommen immer mehr wieder so wunderschöne Kollektionen raus, die ich unbedingt haben will oder zumindest teilweise haben möchte. Und so war es auch diesmal. Am Freitag vor Pfingsten gab es bei der Scrapbook-Werkstatt die neue Pink Fresh Kollektion und die musste ich unbedingt haben. Ja, das Paket kam vor einer halben Stunde an. Ich habe es noch nicht geöffnet, das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch was anderes mitbestellt habe oder nicht. Mal gucken. Ich hoffe, das Video ist nicht zu dunkel und ihr könnt mich gut hören. Draußen wird es gerade stockfinster. Hier zieht ein Gewitter auf und das ist auch schon ordentlich am Regnen. Ja, ich hoffe, das funktioniert. So, dann muss ich mal kurz hier meine Bestellliste rausnehmen. Ja. Sieht schon mal wunderschön immer verpackt aus. Ich mag dieses rosa Papier. Hier der kleine Sticker von der Scrapbook-Werkstatt. Versucht das immer halbwegs heile zu lassen, weil man das ja auch hier schön nochmal wiederverwenden kann. So. Ja, ihr seht schon, ganz viel Pink Fresh, aber auch, wie ich hier sehe, ein bisschen Maggie Holmes. Ich hole es einfach mal komplett raus. Ups, das war die Kamera, tut mir leid. So. Auch nochmal schön in der Tüte verpackt, damit auch ja nicht zu Schaden kommt. So. Ja, Pink Fresh hat eine neue Kollektion rausgebracht. Die nennt sich Happy Blooms. Und da habe ich hier einmal die Floral Ephemera mir bestellt. Da sind 22 Teile drin. Dann habe ich dazu noch das normale Ephemera Pack mir bestellt mit 42 Teilen. Ist grundsätzlich so ein bisschen auch auf Gartenarbeit ausgelegt. Ja, ich habe nur einen Balkon, deswegen trifft das jetzt auf mich nicht so zu. Meine Mutter hat einen Garten, da kann ich vielleicht was benutzen. Aber auch sonst wunderschöne Einzelteile, die man definitiv auch so verwenden kann. Der Balkon wird auch bepflanzt, also ist da eigentlich für jeden was dabei. Auch hier dieses leckere kleine Kuchenstück und grundsätzlich ein bisschen Obst. Das kann man ja auch gut auf Layouts benutzen. Auch für diese Kollektion habe ich mir die Puffy-Sticker bestellt, die falsch rum in der Hülle sind. Ja, ich liebe Puffy-Sticker einfach. Ich glaube, Puffy-Sticker sind tatsächlich meine Lieblingsdeko sozusagen. Sieht einfach mal wunderschön aus. Dann habe ich, guck mal kurz, ob noch was aus der Kollektion hier an. Ja. Hier, auch aus der Happy Blooms Kollektion habe ich mir die Puffys Frames bestellt. Da gibt es 14 Stück. Da sind, wie ihr hier seht, einmal ein paar Titel bei. Und dann, wie gesagt, die Rahmen und auch ein paar kleine Deko-Elemente noch. Auch aus der Happy Blooms Kollektion habe ich mir die Cardstock-Sticker bestellt. Da sind 52 Stück enthalten. Richtig schön finde ich hier die Sticker, die aussehen wie Briefmarken. Dieses Ticket-ähnliche hier, das ist auch sehr schön. Und auf der Rückseite geht es dann weiter. Dann ebenfalls von Pink Fresh. Das war, glaube ich, im Sale, wenn ich mich nicht irre. Habe ich mir einmal von der My Favorite Story Kollektion die Puffy-Sticker bestellt. Die habe ich schon, aber es sind halt Puffy-Sticker und sie waren im Sale und ich mag sie einfach total. Genauso wie die Puffy-Sticker der Noteworthy-Kollektion. Auch die habe ich, glaube ich, schon, aber ich kann von Puffy-Stickern nicht genug bekommen.
Die Puffy Frames aus der Noteworthy Kollektion hatte ich noch nicht bisher. Die waren jetzt, wie gesagt, auch im Sale, deswegen habe ich sie mir mitbestellt. Von Echo Park, von der Summertime Kollektion, die ist, glaube ich, aus dem vorletzten Jahr, nee, aus dem letzten Jahr, 2020, habe ich mir die Puffy Sticker bestellt. Die haben mir noch gefehlt und ja, Puffy Sticker halt, brauche ich. ja, dann haben wir hier noch, auch aus dem Sale, wenn ich mich nicht irre, von Maggie Holmes und Crate Paper aus der Sweet Story Kollektion. Einmal dieses, naja, nicht Sticker-Buch direkt, aber da sind 8 Seiten Sticker enthalten. Die sind klar. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sind alle klar? Nein, das hier, das sind Papiersticker, das hier sind wieder klare Sticker. Die Blütchen hier, Blütchen, ja, Blüten mag ich sicher. Die sehen so ein bisschen nach Mohn aus. Die sind auch klar. Das dürften auch klare Sticker sein. Guckt euch mal die kleinen Hummeln an, sind die nicht niedlich? Die dürften auch wieder klar sein. Und hier, ich glaube, das sind alles klare Sticker. Könnte sein, bin ich mir gerade unsicher. Nee, hier hinten die Wörtersticker, die sind auch wieder Papiersticker. Ja, also wenn ich jetzt das richtig erkannt habe, von den 8 Blättern sind 2 Papiersticker und die restlichen 6 sind diese durchsichtigen Sticker. Mich stören die durchsichtigen Sticker nicht, ich muss es nur vorher wissen, worauf ich mich einlasse sozusagen. Von der Sweet Story Kollektion habe ich, glaube ich, nichts bis fast gar nichts. Maggie Holmes ist auch eigentlich gar nicht so meine Richtung bisher gewesen, aber irgendwie dieses Jahr habe ich sie für mich entdeckt und einige Sachen gefallen mir doch sehr. Habe ich mir dann auch hier die Sticker bestellt, die nennen sich Play. Das sind Puffy, Puffy Sticker quasi. Hat man halt ein paar Titel oder eben einfach nur Akzente. Irgendwie von den Motiven her dachte ich mir eigentlich, dass die nicht unbedingt für mich nutzbar sind. Aber die Schmetterlinge sind super toll und die kann man definitiv immer benutzen. Eher hier so ein Tiger oder so ein Pferd ist für mich tatsächlich ein bisschen schwierig zu nutzen, auch ein Hund. Aber alles in allem hat es mir sehr gefallen, deswegen habe ich sie doch mitgenommen. Und dann habe ich noch zu guter Letzt an Embellishments mir das, den Stickerbogen, den 6x12 Inch zur Sweet Story Kollektion ausgesucht. Auch der müsste aus dem Sale gewesen sein. Die Blume zum Beispiel gefällt mir eigentlich nicht so, das ist nicht so mein Stil. Aber insgesamt, auch gerade hier, You're my wish come true, fand ich ganz schön den Spruch. Der Schmetterling wieder super schön. Our Happy Place finde ich auch klasse. Ja, und dann, wie es aussieht, habe ich eine Menge Papier bestellt. Und, fangen wir ganz unten an. Ein 12x12 Bogen oder ja, schon Bogen an Chipboard Stickern von Crate Paper aus der Hey Pumpkin Kollektion. Die dürfte auch aus dem letzten Jahr gewesen sein. Den 6x8 Papierblock habe ich hierzu und ja, die Geißlein sind total süß und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da ist auch so Silberglitzer mit verarbeitet. Mich haben sie angesprochen, ich fand sie toll. Und ich habe noch vor mir ein Disneyland Paris Halloween Album, was ich basteln möchte. Dauert noch eine Weile, weil da sind noch viele andere Reisealben vorher in der Pipeline. Vor allem welche, für die ich auch schon Fotos ausgedruckt habe. Aber wenn mir was Halloween-mäßiges gefällt, dann kaufe ich es schon mal, um es auf Vorrat zu haben. Ach, schaut an. Viel älter die Kollektion. Die ist aus 2018. Ich dachte echt, die wäre aus dem letzten, wenn überhaupt aus 2019. Nun gut, ist ja egal. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht noch älteren Kram hätte. So, ich schau mal kurz, sind die irgendwie sinnvoll sortiert? Weiß ich nicht. Von Heidi Swap aus der Old School Kollektion habe ich einmal dieses Papier City Grid.
Ich glaube nicht, dass ich es für diese Seite bestellt habe. Ja, das macht mehr Sinn. Einfach nur so ein schöner Hintergrund. Man könnte hier drin Wolken erahnen, sage ich mal. Das ist so ein Creme- oder Eierschalenton, der ins Blau übergeht. Sehr schön. Dann von Vicky Booten aus der Storyteller-Kollektion, das Papier Plot. Einmal hier diese Seite zum Auseinanderschneiden. Ich habe es aber für die Seite mir bestellt. Fand die Farbe ganz schön. Das Muster nicht 100% so. Ich weiß nicht, ob ich es als Hintergrund nutzen könnte. Oder ob mir das zu viel ist. Aber die Farbe fand ich ganz klasse. Ja, wie ich schon erwähnt habe, von Maggie Holmes habe ich nicht so viel und schon gar nicht aus der Sweet Story Kollektion. Deswegen habe ich mir dieses Papier bestellt, das nennt sich Taffy Tire. Ja, die Farben sind schön, das Muster ist ein bisschen anstrengend. Ich habe es für die Seite bestellt. Flimmert jetzt ein bisschen vor den Augen, würde ich sagen, vermutlich auch mit der Kamera. Aber die Farbe finde ich so wunderschön, das ist so ein traumhaftes Grün. Erkennt man jetzt hier in der Kamera, glaube ich, gar nicht. Ja, genau mein Grün. Dann das Paper Jubilee. Da sind lauter kleine Obstabbildungen drauf. Ich habe es definitiv für diese Seite mir bestellt. Diese tollen Regenbogenfarben. Entweder so, so oder nur als kleinen Teil. Mal gucken, wie ich es verwende. Dann das Papier Posy. Das habe ich einmal bestellt. Ja, und da sind halt hier einmal die Blümchen drauf, die gehen so. Die Rückseite hat es mir aber sehr angetan, das ist ein schöner Mintton mit so Diamanten oder Rautenform drauf. Dann das Papier Glee. Ja, so kleine Megafon-ähnliche Gebilde mit Wörtern drin. Das habe ich mir zweimal bestellt. Ich dachte mir, die kann man auch sicherlich ganz niedlich teilweise ausschneiden, um sie als Embellishment zu nutzen. Die Rückseite hat diesen traumhaften Blauton. Den finde ich richtig klasse. Das Muster ist mir relativ egal, was da drauf ist. Ich fand einfach diesen Ton so wunderschön. Und dann das Papier Fresh. Auch wieder dieses wunderschöne Grün, was ich liebe. Und auf der Rückseite grundsätzlich auch nutzbar. Ja, ich weiß gar nicht, was das hier für ja, wie Farbpaletten sozusagen sein soll. Aber definitiv das Grünchen. Dann aus der Fresh Bouquet Kollektion habe ich das Papier Treasured bestellt. Ja, die Schleifen sind ganz niedlich, aber definitiv nicht so meins. Wieder ein traumhaftes Dunkelgrün mit schwarzen Punkten in Linien drauf. Das wird definitiv zum Einsatz kommen. Auch aus der Fresh Bouquet Kollektion das Papier Keepsake. Da haben wir hier einmal so Rautenmuster und auf der Rückseite dieses Blümchen. Ich finde den Ton total klasse, dieses Ocker-Kupferfarbene mit den rosa Blüten drauf. Gefallen mir beide Seiten sehr gut. Ich frage mich gerade, warum ich es noch einmal bestellt habe. Aus der Marigold Kollektion habe ich das Papier Freshly Picked bestellt. Dann haben wir hier einmal diesen Blumenprint und auf der Rückseite sind die dunkelrosanen Polkadots auf rosanem Hintergrund. Bestellt habe ich es für diese Seite. Gefallen tut mir die Seite aber doch. Naja, man kann nicht alles haben. Dann das Papier Magical Moments. Da hätten wir hier einmal zum Auseinanderschneiden ein paar Titel. Ich habe es aber für die Rückseite bestellt, weil wir hier diese Sternenkonstellation haben. Gefällt mir immer. Remember When, auch wieder zum Auseinanderschneiden, ist nicht so mein Fall. Ich habe es, ja, wieder mein Lieblingsgrün für diese Seite bestellt. Dann das Papier Nostalgia. Da haben wir hier wie so alte Schreibmaschinentasten. Und auf der Rückseite dieses Muster, beide Seiten gut brauchbar. Mir gefällt aber die Seite definitiv besser. Dann From the Heart. Da haben wir einmal ja, wie so ein Picknickdeckenmuster, sage ich immer. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch nennen möchte. Auf jeden Fall Rosatöne
Und die Rückseite, der Grund, warum ich es bestellt habe, sind diese knuffigen Herzchen. Und dann kommen wir auch schon zu dem eigentlichen Grund, warum ich es bestellt hatte. Der Happy Blooms Kollektion von Pink Fresh. Wie ihr seht, ich habe da ein paar Papiere von bestellt. Ich habe aber keine Kollektion mehr bestellt. Ich habe wirklich nur einzelne Papiere bestellt. Denn es gab auch ein paar Designs, die mir überhaupt nicht zugesagt haben. Und dann kaufe ich lieber einzeln und kann genau auswählen, welche Papiere ich habe und auch gegebenenfalls doppelt möchte. Und ja, da haben wir hier einmal das Papier Blossoms. Oder nein, nur Blossom. Ein wunderschön schlicht gezeichnetes Blumenbouquet in schönen Frühlingsfarben. Die Rückseite, dieses Picknickdeckenmuster in grün-blautönen. Gefällt mir auch, aber ich habe es tatsächlich für die Seite bestellt. Dann das Papier Cottage. Das habe ich einmal bestellt. Haben wir hier dieses Blumenmuster. Farben sind sehr schön, das Muster ist auch in Ordnung. Ich habe es aber, glaube ich, eher für die Seite bestellt, um es als Hintergrund zu nutzen. Das Papier Homegrown habe ich zweimal bestellt. Einmal eben, wie ihr seht, um diese Kärtchen auseinanderschneiden zu können und zu nutzen. Und, hallo, traumhaftes dunkles Mint mit wunderschönen Schmetterlingen. Ja, musste ich ihn zweimal haben. Geht nicht anders. Also, ich weiß nicht, wenn ich mir so die Kärtchen hier angucke, dann kann das durchaus auch passieren, dass ich zweimal diese Seite nutzen werde. Ich weiß es nicht. Ja, der fällt mir natürlich sofort auf, aber der Schmetterling ist der gleiche wie auf der Rückseite. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das muss ich auch nicht unbedingt nutzen. Die beiden auch nicht, wobei das Grün sehr schön ist. Die Karten brauche ich auch nicht unbedingt. Der Spruch ist ganz niedlich. Happiness blooms from within. Und auch hier die Karte ist ganz schön. Aber, Leute, ich weiß nicht. Ich könnte beide Seiten, also diese Seite zweimal benutzen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Das ist einfach zu schön. Guckt euch diesen Schmetterling und diese Farbe an. Traumhaft. So, kommen wir zum nächsten Papier. Memories. Wie ihr seht, habe ich das auch zweimal bestellt. Einmal wegen diesem wunderschönen Gelbton. Und die Rückseite hat diese kleinen Gänseblümchen auf hellblauem Untergrund. Und ja, ich konnte mich von der Abbildung her nicht entscheiden, welche Seite ich ausschließlich nutzen will. Also zweimal. Das Papier Garden habe ich auch zweimal bestellt. Da haben wir auf der einen Seite eben diese Briefmarke. Also wer da richtig Lust zu hat, kann die eben auseinanderschneiden. Das ist durchaus auch etwas, was ich machen werde. Und die Rückseite ist dieses traumhafte helllila Fliederton mit Blümchen. Dann das Papier Flower Patch habe ich auch zweimal bestellt. Wieder dieses hellblaue Mint als Hintergrund mit ein paar Blumenbouquets drauf. Wunderschön. Und die Rückseite ist dieses tolle korallpinkfarbene Muster. Ja, kann man klasse als Hintergrund benutzen und hier schön als Akzentstreifen dieser Seite. Dann habe ich das Papier Daydream, das habe ich noch einmal bestellt. Da haben wir hier diese lilanen Blumen. Sagt mir nicht ganz zu, aber die Rückseite als Hintergrund super nutzbar. Das Papier Heirloom, da haben wir hier einmal ein Oval in Weiß und drumherum sind diverse Frühlingsblumen aufgedruckt. Finde ich ganz schön. Die Rückseite ist dieses gelbe Muster auf Weiß. Mir gefallen grundsätzlich beide Seiten, aber nicht so, dass ich sage, ich muss beide benutzen. Deswegen bin ich gespannt, für welche ich mich entscheiden werde. Hier das Papier Happy Place habe ich zweimal bestellt, weil ja, diese kleinen Blümchen einfach wunderschön sind. Die Farben sind klasse. Und auf der Rückseite sind dann diese Sprüche. Die Dachchen sind auch sicherlich klasse zum Ausschneiden und Verzieren von Layouts.
Dann das Papier Happy Thoughts. Da haben wir hier diese Rauten mit Blümchen und Sprüchen drin. Achso, das war übrigens schon alles zur Happy Bloom Kollektion. Jetzt kommen wir zur Noteworthy Kollektion, wo ich mir tatsächlich auch noch ein paar Teile bestellt habe. Ja, einmal dieses Papier, auf der Rückseite das schöne gelbe Muster. Und dann Just Be You habe ich mir zweimal bestellt. Da haben wir hier einmal ein Fahrrad oder auch ein Tandem drauf. Und auf der Rückseite sind diese Blümchen. Und jetzt, wo ich mir das so angucke, kann ich mir gerade vorstellen, dass das ein falsches Papier ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bestellt habe und schon gar nicht zweimal. Oder ich habe natürlich das Falsche in den Warenkorb gelegt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht haben wollte. Und wo ich jetzt die Rückseite sehe, nee, glaube nicht. Ich guck mal kurz auf meinen Packzettel. Vielleicht überrasche ich mich ja auch selbst. Wir haben hier Just Be You. Ja, ist ein falsches Papier. Hier haben wir Noteworthy Happy Thoughts. Das habe ich einmal bestellt. Und zweimal habe ich bestellt das Papier Be Curious. Und das hier ist nicht Be Curious, das ist Just Be You. Ja, wenn es jetzt ein Papier wäre, was mir gefällt, würde es mich nicht stören. Das gefällt mir aber eigentlich gar nicht. Deswegen stört es mich jetzt schon. Da werde ich wohl leider nochmal den Shop kontaktieren müssen. Naja, gut. Ist ja jetzt auch egal. Ihr habt das nochmal gesehen. Vielleicht gefällt es euch ja. Dann ist es schön, dass ihr es nochmal sehen konntet. Ja. In den nächsten Tagen kommt noch ein Dummy Poys Haul. Mal wieder. Irgendwie scheine ich gerade sinnlos Geld ausgeben zu müssen, weil man es fürs Verreisen ja nicht nutzen kann. Und kommt noch irgendwas? Ja, ich habe noch diverse Disney-Shop-Bestellungen, die ankommen. Aber das hat ja nichts mit das denn zu tun. Und dann hoffe ich, dass ich mich in den nächsten Wochen und Monaten mal ein bisschen zusammenreißen kann, was das Bestellen angeht. Und mehr ans Basteln komme. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like, gerne auch ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.